Harz und Herzlich, Darsteller Dominik hat große Träume. Nachdem der Benz Barakler schon eine Karriere als Rapper angestrebt hatte, will er jetzt auch als Autor durchstarten. In der Sozialdoku Harz und Herzlich teilen die Darsteller seit Jahren ihre Ängste, Träume und Sorgen mit dem treuen RTL-ZWEI-Publikum. Besonders die Bewohner der Benz-Baracken in Mannheim sind schon fast Kultfiguren. Viele sind schon seit 2017 regelmäßig im TV zu sehen. Neben TV-Lieblingen wie Elvis und Janine samt Zwillingen können Zuschauer seit einigen Jahren auch das Auf und Ab von Christines Familie verfolgen. Harz und Herzlich, Dominik nicht mehr nur Rapper, Christines Sohn will Autor werden. Christine zog während der Harz und Herzlich Dreharbeiten wegen Schimmelbefalls mehrmals um, ihre Kinder hat sie stets dabei. Die sind ihr ganzer Stolz, besonders ihr Sohn Dominik überrascht sie immer wieder positiv. Der 22-Jährige ist Asperger-Autist und hatte gelegentlich Probleme, seinen Alltag zu meistern. Für ihn war und ist vor allem die Musik eine große Hilfe, seine Gefühle auszudrücken. Sie war auch eine große Stütze, als sich der Harz und Herzlich Rapper Dominik und seine Verlobte trennten. Doch er hat noch weitere Pläne, um groß rauszukommen. Denn trotz eines Arbeitgeberwechsels erfüllt ihn die Arbeit als Einzelhandelskaufmann nicht vollständig. Wie er auf RTL-ZWEI erzählt, schreibt der Mannheimer gerade an seinem ersten eigenen Buch. Dieses findet er selbst übrigens extrem gut. Harz und Herzlich, in den Benz-Baracken? Dominik schreibt ein Buch über seinen Autismus. Wie Dominik in den neuen Folgen, Harz und Herzlich, Tag für Tag Benz-Baracken, enthüllt, steht er schon im Kontakt mit mehreren Verlagen. Darum kümmerte er sich frühzeitig, schließlich ist das Buch noch nicht ansatzweise fertiggestellt. Ich bin mittlerweile bei fast 12 oder 13 Seiten, erklärt er, viele, die das lesen, finden es geil. Doch bis zum vollendeten Werk ist es noch ein weiter Weg, denn er will über 1000 Seiten schreiben. Doch worüber schreibt er eigentlich? Ich habe jetzt kein Buch gefunden, wo ein Autist erzählt, wie das Leben eigentlich so läuft, verrät er seine Beweggründe. Sonst gäbe es nur Fachbücher, die die Lage der Autisten falsch darstellen, führt er weiter aus. Er will mit seinem Buch zeigen, dass er nicht aus der Gesellschaft ausgeschlossen ist und seine Beeinträchtigung nicht als etwas Schlechtes sieht. Harz und Herzlich, auf RTL-ZWEI, Dominik will mit seinem Buch und seiner Musik Schulden abbauen. Der Nachwuchs aus den Mannheimer Benz-Baracken hat große Träume. Dominik hat für ein eigenes Musikstudio im Kinderzimmer schon hohe Schulden angehäuft. Nun soll das neue Buch auch die Haushaltskasse füllen. Schließlich lebt der 22-Jährige von nur 1300 Euro im Monat. Er macht sich große Hoffnungen, denn das Feedback der Verlage sei gut ausgefallen. Ich habe denen ja ein Exposé geschickt, erklärt er im TV. Darauf hätte man ihm geantwortet. Diese Art von Argumentation oder Erklärung fehlt einfach in diesen Fachbereichen. Es ist etwas Besonderes zu sehen, wie ein Mensch dieselbe Lage anders wiedergeben kann. Ein höchst erfreuliches Feedback für den Nachwuchsautor, denn nachdem Dominik bei Harz und Herzlich fast Privatinsolvenz hatte anmelden müssen, kommt jede Einnahmequelle gerade recht.